dich. Lass mich in Ruhe mit deinen 36.000 Euro und mit deinem scheiß frischen Obst im Büro. Auch diese junge Frau bricht in ihrem TikTok-Video in Tränen aus. Der Grund? Sie ist überfordert vom Berufseinstieg und kann nicht fassen, dass Firmen mit einem in ihren Augen mickrigen Gehalt von 36.000 Euro und 30 Tagen Jahresurlaub werben. Dana wohnt in Berlin, ist gerade frisch mit ihrem Studium fertig geworden und macht in ihrer Freizeit Musik. In einem TikTok-Video erzählt sie, wie sie momentan verzweifelt nach einem Job mit einem für sie fairen Gehalt und angemessenen Urlaubstagen sucht. Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro brutto im Jahr geben, als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch 30 Tage im Jahr Urlaub. 30 Tage. Das Schlimmste ist, die 30 Tage sind ja noch viel. Sie versucht, die Tränen der Verzweiflung zurückzuhalten. Und dann lebe ich ja auch noch mit jemandem zusammen und wir beide verdienen Vollzeit. Wir arbeiten, gehen Vollzeit arbeiten und trotzdem verdienen wir nicht genug. Wo soll das denn hin? Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen? Das Unverständnis in der Kommentarspalte ist groß. Viele Menschen verstehen die Aufregung nicht. Mädel. Ich arbeite 42 bis 48 Stunden pro Woche Mindestlohn, arbeite sonntags gratis und ich jammere nicht. Willkommen in der Realität. Also ich kann an 30 Tagen Urlaub und 36.000 Euro für den Berufseinsteiger in einem Bürojob wirklich nichts Schlechtes finden. Für Berufsanfänger liegt ein mittleres Jahresgehalt in Deutschland bei 40.000 Euro im Jahr und durchschnittlich gibt es knapp 27 Urlaubstage.